Hi, da seid ihr ja schon. Hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute eine Hafermilch machen. Wenn man sich die im Supermarkt kauft, gibt man da ja immer richtig viel Geld für auf. Und im Grunde ist das ganz simpel, ganz einfach gemacht. Man braucht gar nicht viel dafür. Man braucht dafür Haferflocken, 80 Gramm. Wir wollen einen halben Liter machen. Ich will jetzt nicht so mega Mengen machen, dann muss ich das immer so lange lagern. Ich mache die lieber frisch, dann kann ich auch so ein bisschen den Geschmack variieren. Dann braucht man 500 Wasser dafür, 500 Milliliter. Süßen tue ich deshalb auch nur die kleine Menge, ich süße die gerne. Dann muss ich das nicht nachträglich machen, dann kann ich das nämlich gleich schön mit durchpürieren. Fällt's auch gar nicht, sieht man das auch gar nicht und es ist halt mit in der Masse drin. Das mache ich mit Datteln, habe ich hier schon liegen, frische Datteln. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und ein Nussbeutel hinterher als großes technisches Teil. Achso, und meinen Pürierstab brauche ich natürlich auch dafür, um das Ganze einmal durchzupürieren. Als erstes tun wir 80 Gramm grobe, das sind richtig grobe Haferflocken, habe ich schon von so einer großen Firma. Kaufe ich mir die, ich habe mir jetzt kein No-Name-Produkt gekauft, hätte man wahrscheinlich aber auch machen können. Die sind ungezuckert, komplett pur, nichts damit gemacht. Und da tut man jetzt die Hälfte des Wassers, was wir verwenden wollen, also ich will ja einen halben Liter, also tue ich jetzt 250 Milliliter, das hat eben gesprudelt, richtig heißes Wasser da drauf, damit das schon mal so richtig schön quillt. Das ist da jetzt drin. Das lasse ich jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde stehen und lasse das quellen und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt ist eine Dreiviertelstunde um. Wie wir sehen, sind meine Haferflocken völlig aufgequollen. Da ist nichts mehr von dem Wasser über, das wenigste. Jetzt nehme ich 250 Milliliter kaltes Wasser, tue das damit rein. Tu da drauf jetzt eine Prise Salz. Ne, weil in jede Süßspeise ein bisschen Salz, in jedes Essen ein bisschen Zucker. Wo wir gerade beim Zucker sind, süßen tun wir das Ganze mit, wie heißen die Dinger, Schatz? Datteln. Datteln, genau. Wir datteln da jetzt mal zwei Datteln rein. Na gut, tun wir den einfach nach da. Können wir auch ganz da reinschmeißen. Kern muss natürlich raus, ist klar. Zwei Stück auf die Menge reicht, glaube ich, völlig aus. Ach, ich liebe das ab und an auch ein bisschen süßer. Wir tun da heute mal drei rein. Dann schmeckt es noch ein bisschen süßer und ein bisschen intensiver nach Dattel. Finde ich cool. So, dann muss ich jetzt meinen Zauberstab mal rausholen. Und dann wird das gleich richtig runterpüriert. Je feiner, je besser. Ich habe noch nie so viel diesen Pürierstab benutzt wie in der letzten Zeit. Diese ganzen Dalgona-Kaffees, die wir uns hier die ganze Zeit über gemacht haben, immer brauchst du einen Pürierstab, immer brauchst du einen Mixer. Wahnsinn. So, ich püriere das jetzt mal eben. So, jetzt ist das super fein gemahlen oder püriert. Gibt mit Sicherheit bessere Varianten, als das mit dem Zauberstab zu machen, aber ich finde das schon ganz cool. Mit Nüssen kann man das natürlich auch machen, das geht aber mit meinem Zauberstab hier nicht mehr. Da brauche ich dann definitiv ein anderes Gerät dafür. So, jetzt kommt mein Nussbeutel zum Einsatz. Zweite Schüssel. Und jetzt gieße ich mir das einfach hier in meinen Nussbeutel und bringe die Flüssigkeit daraus. So, jetzt drücken wir das hier vorsichtig raus und es entsteht eine wunderschöne Hafersahne. So, da könnt ihr jetzt sehen, das ist der Rest von dem, was übrig geblieben ist in diesem Beutel. Das ist das, was halt nicht durchpasste. Das könnte man jetzt wunderbar mit in Kuchen oder Keksteig tun. Schmeckt nämlich super lecker. Muss ich mir gleich mal was für einfallen lassen, was ich damit mache. So, ich tue das jetzt erstmal hier so hin und dann geht das gleich weiter. Jetzt muss ich mir einmal schnell, hier können wir das nochmal sehen,
einmal schnell mit die Finger waschen und dann geht das gleich weiter. So, das war's dann jetzt im Endeffekt schon an viel Arbeit. Ich fülle das jetzt hier mal eben ein, damit ihr den schön sehen könnt. Liest sich nicht so besonders gut, doch. Da ist meine Hafermilch. Sieht doch geil aus, oder? Ich finde, die sieht richtig geil aus. Und die ist zuckersüß durch die drei Datteln. Sehr gesund, das Ganze. Mmh. Geil. Toll. Die, ich komme gleich in meinem Matcha-Kaffee. Wir machen gleich so etwas in der Art wie unseren Dalgona. Nur das kommt unten mit Eis rein. Vielleicht schmeiße ich da noch irgendwas an Obst rein, weiß ich noch nicht so ganz genau. Und dann kommt da eine Matcha-Haube oben drüber. So wie beim Dalgona-Kaffee halt die Creme oben drüber kommt. Wenn ihr Bock habt, guckt euch gleich das nächste Video an. Da wird das mit Sicherheit gleich drin sein. Ich werde das wahrscheinlich auch gleich hintereinander veröffentlichen. Ja, sollte euch dieses Video gefallen haben, weil sehr aufwendig ist das Ganze ja nicht, was wir hier jetzt gerade gemacht haben, aber sehr gesund und sehr, sehr lecker. Also sollte es euch gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns und habt ihr Fragen dazu, schreibt sie unten einfach rein. Ich beantworte sie euch gerne. Dann sagen tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.